Raumdiagonalen, ein paar Übungen. Wir machen da mit Kreisen und so ein Kram weiter. Eine klassische Aufgabe für die Raumdiagonale, muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Da stand eigentlich 9 Meter, nee, warte mal, wie ist das? 9 Meter tief und breit und so weiter. Das ist doch meine Sache. Ich kann noch einen Quader von hier nach hier sehen. Und dann ist eben hier die Breite und hier die Länge oder weiß der Kuckuck was. Ne? Das ist egal. Also, das ist nicht das Problem. So, wie gehen wir hier vor? Das Übliche, wir gucken uns erst hier unten die Diagonale an, die Flächendiagonale. Das ist diese Arbeit, diese Arbeitsskizze. Da stehen die entsprechenden Maße in meinem Fall hier schon dran. Ich kann auch B ist gleich, L ist gleich und so weiter, H ist gleich, K ist gleich, sonst was ranschreiben. In diesem Fall so. Demzufolge ergibt sich eine Flächendiagonale zum Quadrat von 117 Quadrat. Dezimetern. Wir lassen die so stehen. Wir lassen die deswegen so stehen, weil wir die sowieso hier gleich brauchen. Warum hier also mit dem Taschenrechner was verderben, indem wir hier eine krumme Wurzel rauskriegen? Wir setzen es nämlich gleich hier ein. Dann, zweites Ding, das ist dieses Dreieck, was auf der Flächendiagonale steht. Hier abgebildet, dementsprechend eingesetzt, ergibt sich 11,314 Dezimeter. Kommen wir zum zweiten. Da war das, war die Aufgabe, ich lese mal kurz vor, ein Hochseilartist balanciert gerade in der Mitte eines Seiles, welches das zylinderförmige Zirkuszelt mit 30 Metern durchmisst. Durchmesser, ne? Durchmisst, 30 Meter. Das Seil wird wegen der Elastizität länger und der Artist steht 1,2 Meter tiefer als die Aufhängungspunkte. Errechne, um wie viel das Seil länger wird. So, um wie viel das Seil länger wird. Gucken wir uns das mal an. Das ist die grundsätzliche Skizze. Hier steht Onkel Artist, hat so eine Stange drüber. 1,2 Meter hängt da durch. Eigentlich war das hier oben geplant, dass das Seil straff bleibt. Geht aber nicht. Elastizität. Wir haben hier die Seillänge gleichzeitig als Durchmesser. 30 Meter. Arbeitsskizze ist. Ruhig etwas übertreiben, damit man das auch ein bisschen darstellen kann. Denn bei 30 Meter, 1,2 Meter, das wäre ein total schlankes Dreieck. Da kann man nichts mehr malen. Also ein bisschen übertreiben. Demzufolge, wenn ich hier diese 1,2 Meter Durchhang reinmale, plötzlich habe ich ein rechtwinkliges Dreieck. Hier habe ich 15 Meter. Achtung, hier habe ich 15 Meter plus Delta L. Delta ist der Unterschied. Aber nur ein halbes. Denn hier ist die halbe Seillänge verlängert worden. Ich nehme das kurz gefasst als x und kann demzufolge eine Formel aufstellen, die sich auf dieses rote Dreieck bezieht. Das dürfte keine Besonderheit sein. X ausreichend gerundet sind 15,048 Meter. Achtung, das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist die halbe Delta L, ein halb Delta L. Ist also x minus die 15 Meter. Wenn ich die 15,048 minus 15 Meter nehme, habe ich 0,048 Meter. Ist aber, wie gesagt, die halbe Wahrheit. Ich nehme nochmal 2. Antwortsatz muss heißen, das Seil hat sich um 0,096 Meter, das sind runde 10 cm, verlängert. Das bis dahin erstmal. Gut, wir machen mit Kreisen weiter und zwar folgende Aufgabe. Wir haben einen Autoreifen, der hat einen Durchmesser von 0,6 Meter. Und dieses Auto, um was es da geht, das fährt eine Strecke von, ich schreibe mal ganz bewusst Strecke hin, von 2 Kilometern. Und ich möchte wissen, wie viel Umdrehungen macht dieses Ding? Wie viel Mal muss sich der arme Autoreifen drehen? Also, Umdrehungen des Reifens bezogen auf 2 Kilometer. Wie gehen wir dabei? Die Lösung ist relativ einfach. Wir müssen uns Folgendes vorstellen, aber das demonstriere ich hier mal, das kann ich jetzt sonst nicht zeigen. Das heißt, wenn sich dieses Rad einmal dreht, ich mache mal hier eine Marke ran. Also wenn dieser Punkt einmal rum ist, weil der Reifen sich auf dem Pflaster bewegt hat, dann kann ich sagen, das ist der Umfang. Den muss ich rauskriegen. Erstmal. Und U ist ganz einfach Pi mal D. Pi mal D. Ja, und D, das habe ich hier. Und der Rest ist jetzt einfach. Jetzt seid ihr dran. Wir haben erstmal den Umfang ausgerechnet, das sind 1,884 Meter. Wir haben Pi als 3,14. Angenommen, das reicht in der Praxis. Und wenn ich jetzt überlege, das war die Strecke, die er, wenn er sich einmal gedreht hat, rum hat, das sind runde 2 Meter. Ich muss aber 2000 Mal so viel fahren, muss ich irgendwie ein Ergebnis mit 1000 rauskriegen. Also kann ich doch sagen, 2 Kilometer oder machen wir es 2000 Meter, geht besser.
2000 Meter geteilt durch diese 1,884 Meter. Und dann kriege ich raus, wie oft dreht sich das Luder. Ist jetzt ungünstig, ich schreibe mal Umdrehung, sonst wäre es Umfang. Umdrehung, naja, abgekürzt. So, und da kam raus, wie oft hat er sich 1000 noch was? 1061? Komma 032 mal gedreht. So, wie machen wir das jetzt ein bisschen schlauer? Das war jetzt eine Sache, wo wir sagen, ja, so, das kann man aus der freien Überlegung machen. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ich sage, das ist U einmal. Ich kann also Folgendes sagen. U einmal verhält sich zu. Und jetzt bin ich einer Umdrehung. Wie U zu. Oder was muss ich schreiben? Ne? Ich muss eine Verhältnisgleichung aufstellen. Überlegen wir mal. So geht es ja scheinbar nicht. Ne? Wir können eine Verhältnisgleichung aufstellen. Und das ist sozusagen das nächste Thema. Die Verhältnisgleichung, hier steht sie. Verhältnisgleichung. Ich habe aber gemerkt, das hakt ein bisschen. Können wir nochmal wiederholen. Und zwar, eine Umdrehung verhält sich zu einmal rum. U einmal. Wie? Wie viel Umdrehung? Weiß ich noch nicht. Also schreibe ich x zu 2000 Metern. Jetzt könnte ich hier einsetzen, machen wir das mal schnell, und zwar hier drunter. Also eine Umdr reicht, verhält sich zu 1,884 Metern, wie x zu 2000 Metern. Und diese Verhältnisgleichung jetzt aufzulösen, heißt nichts anderes als mal 2000 Meter zu nehmen. Und dann sind wir ganz sicher, das sieht jetzt im Moment schwerer aus, aber wer sich mit Verhältnisgleichungen auskennt, der kann jeden Blödsinn errechnen, sogar diesen Kram hier. So, das kommt aber genauso raus, wenn ich sage, eine Umdrehung mal 2000 durch 1,884 steht dann auch da. Hier, eine Umdr mal 2000 Meter und schon sehen wir, hier unten die 1,884 Meter ist gleich x. Wenn wir das so hingeschrieben haben, sehen wir, dass das dem hier oben gleicht. Das ist dann das Gleiche. Dann kriege ich nach Meter kürzen, schwupp, letzten Endes nichts anderes raus als tralalala und 2061 Umdrehungen. Dann habe ich sogar mathematisch perfekto. Also, das bis dahin erstmal. Wir lassen mal solche Aufgaben weg und ich gehe nochmal auf Verhältnisgleichungen ein. Also Verhältnisgleichungen, das sagt man dazu. Hier, das ist eine sogenannte Verhältnisgleichung, und das werde ich im Extra-Video nochmal zeigen. Verhältnisgleichung ist eine Universalwaffe, damit kann man alles Mögliche anfangen. Ich schließe dieses Video hier erstmal ab.